Heute möchte ich darüber sprechen, warum der Satan, der Teufel, so sehr tabuisiert wird. Der Satan, der Teufel, ist überhaupt kein Thema. Wenn man öffentlich-rechtliche Sender einschaltet und auch die meisten kommerziellen Sender, da kommt der höchstens als Witzfigur vor. Dem entgegen sagt Jesus, dass der Teufel der Führer dieser Welt ist. Woher dieser scharfe Kontrast? Der Teufel, sagt Jesus, ist der Führer dieser Welt, aber er kommt in den Massenmedien, den Mainstream-Medien, zum Beispiel, wenn man eine Zeitung aufschlägt, gar nicht vor. Scheinbar jedenfalls. In seinem Wirken kommt er ja sehr wohl vor. Das sind ja alle Medien durchsetzt durch das, was er so treibt. Sein Hauptgeschäft ist das Morden. Er ist ein Mörder von Anfang an. Auch diese Bibelstelle blende ich hier unten ein. Aber die Frage ist eben, warum kommt er gar nicht vor im öffentlichen Bewusstsein? Und der Grund ist einfach. Es ist nämlich so, dass wenn Menschen zu der Überzeugung kämen, dass es den Teufel Satan gibt, dann kämen sie automatisch auch zu der Überzeugung, dass es Gott gibt. Und das kann Satan gar nicht gebrauchen, dass Menschen zu der Überzeugung kommen, es gibt Gott, und sich dann fragen, was bedeutet das für mich? Also umkehren von ihren gottlosen, gottvergessenen Wegen, auf denen sehr viele Menschen gehen. Und die anderen, die nicht gottvergessen daherlaufen, das sind vielleicht Esoteriker oder in Religion gebundene Menschen. Also es gibt ja nur ganz wenige Kinder Gottes. Was ein Kind Gottes ist, darauf gehe ich auch noch ein. Aber wer erkennt, dass es den Teufel gibt und das wirklich glaubt, der wendet sich Gott zu, es sei denn, er ist ein Idiot, ein Tor, ein Blödmann. Also Blödmanntum und Satanismus bilden eine ganz große Schnittmenge. Satanisten sind ja eigentlich Blödmänner. Wie kann man sich dem Bösen zuwenden, dem Übel, dem, was vernichtet werden wird, dem Schwächeren, dem Widersacher Gottes, dem Widersacher des Guten? Wie geht sowas? Da gehört eine ganz dicke Portion Blödheit dazu. Gibt's aber Blödmänner? Ja, was ist zu tun? Also, glaubwürdig ist, Jesus Christus zu verkündigen. Das geht auch, indem man das will, denn wenn man das will, dann schaltet man seinen Willen mit dem Willen Gottes gleich, der das auch will. Gott will das Gleiche. Also wenn du glaubwürdig Jesus Christus verkündigen willst, dann schenkt dir das Gott früher oder später. Ich denke, wenn du das wirklich willst, dann ist das schon ein Impuls von Gott in deinem Herzen. Und dann solltest du das aber auch tun und nicht nur mit dir herumtragen. Probier das einfach aus. Geht ja ziemlich einfach heute im Internet, auch auf Straßen. Leider, die meisten Gemeinden sind lau. Da gibt es keine Evangelisationsaktivitäten, sondern die sind zurückgezogen und bilden bestenfalls harmonische Zirkel, ohne dass da irgendwie klar wird den Menschen draußen, wer Jesus Christus ist, aber die Gemeinde ist dazu gegeben, dass das eben in der Welt klar wird, dass die verlorenen Schafe, die da draußen rumlaufen, die Ungläubigen, die zum Glauben kommen, wenn sie die Botschaft hören, dass sie die Botschaft hören und gerettet werden. Es gibt nur diesen einen Weg der Rettung. Das sage ich immer wieder in den Videos. Religion ist kein Weg der Rettung. Nur der Glaube an Jesus Christus ist der Weg der Rettung. Wir müssen unsere Sünden abgeben an das Kreuz, dann erhalten wir den Heiligen Geist. Und er lässt uns den Weg der Rettung gehen. Zunächst durch die Zeit fruchtbar, durch Gaben, die er hat. Und dann gehen wir durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades, Sheol, haben dort die Totenruhe, den Totenschlaf. Ganz am Ende findet die Auferstehung statt.
Und dann stehen wir ganz anders auf, wenn wir in unserer Lebenszeit, also rechtzeitig in unserer Lebenszeit und sei es auf dem Sterbebett, sei es in der Sterbensminute, Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen haben, dann stehen wir auf aus dem Totenreich Hades Sheol in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz. Und so gehen wir am Tag der Auferstehung in das Endgericht vor Gott. Und was geschieht dort? Wer an Jesus Christus glaubt, dessen Sünden hängen am Kreuz, da ist nichts mehr zu richten. Und so wird er hindurchgewunken, durch das Endgericht hindurch in das Paradies. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung. Und weil der Teufel diesen Weg verbarrikadieren möchte, dass er nicht mehr verkündigt wird in der Welt, deshalb sind die Gemeinden lau, sie setzen sich nicht den Schwierigkeiten aus, die es mit sich bringt, lohnende Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn man Jesus Christus in der Welt verkündigt. Und deshalb hält er sich auch verborgen. Deshalb hat er gar nichts dagegen, wenn man sich über ihn lustig macht und behauptet, es gäbe ihn gar nicht. Das ist ganz im Sinne des Teufels. Da gibt's schwieriges Problem in Gemeinden unserer Zeit, Pädophilie. Wann ist je ein Theologe aufgetreten und hat gesagt, der Teufel steckt dahinter, diese Priester werden vom Teufel verführt. Was wir brauchen, ist Entschädigung der Opfer, sicherlich. Aber was wir auch brauchen, ist geistlicher Kampf. Menschenehre wollen die Leute einheimsen. Deshalb stehen die Kardinäle und Bischöfe da in Sachen Pädophilie. Aber derjenige, der die Pädophilie inspiriert, der Teufel, der wird nicht benannt. Nicht ein Fall ist mir bekannt, dass der benannt wurde aus dem Mund eines Kardinals oder eines Bischofs vor einer Kamera, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ganz traurig. Daran hat der Teufel ein Interesse, dass er diskret bleibt und sein Werk weitertreiben kann, der Perversionen, der mannigfaltigen Perversionen, der Mördereien, Diebereien, des Kaputtmachens der Menschen. Es gibt keinen anderen Weg, wenn du Klarheit erhalten willst in diesen Dingen, in geistigen Fragen, als den Heiligen Geist zu erhalten. Ich habe dir den Weg geschildert. Du brauchst, um den Geist Gottes zu erhalten, Jesus Christus als deinen Herrn und Retter. Nimm ihn in einer einfachen, freien Herzensentscheidung als deinen Herrn und Retter an. Dann erhältst du den Heiligen Geist. Du erhältst Sündenvergebung und so kann dann der Heilige Geist bei dir Einkehr halten. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung. Nur dieser Weg führt in das Paradies. Wenn es einen anderen Weg gäbe, Gott hätte ihn gewiesen, sein Sohn vor aller Zeit, durch den Gott alles geschaffen hatte. Er musste Mensch werden in der Zeit, um die Sünden am Kreuz zu tragen. Du kannst das wertschätzen, deine Sünden dorthin abgeben, Jesus Christus in einer echten, freien, einfachen, kindlichen Herzensentscheidung als deinen Herrn und Retter annehmen und so die Kindschaft Gottes erhalten, verstehen im Heiligen Geist der geistlichen Dinge und ein fruchtbares Leben im Rest deiner Zeit führen. Und spätestens am Ende sehen wir uns dann im Paradies. Gottes Segen. Amen.